das ist ein Mädel. Die Mädels sind natürlich, haben immer natürlich den Schnabel ein bisschen weiter auf. Seit früh halb fünf ist Wilfried Kallas schon auf den Beinen. Ja, hilft ja nichts. Denn heute fährt er mit seinen Tieren zur großen Bauernschau. Sauber muss das Kind sein. Ja, das wird mal noch eine gute hier. Die steht auch. Ja, ich kenne sie ja. Das ist die 86, 986. Die ist mir schon aufgefallen. Hier sieht man eigentlich schon schön die Säumung der Federn. Ich zeige das mal hier. Na, das ist wichtig, dass jede Feder nach Möglichkeit diesen weißen Saum hat. Hier sind die Zähne schön zu sehen. Ne? Ja, ist gut. Seit 42 Jahren züchtet er Pommerngänse. Eine alte und besonders große Rasse. Na, alles für den Schick. 6 oder 7 Meter gewesen. Hat mein Opa mich gefragt, was für eine Gänse wollen wir uns anschaffen? Pommerngänse oder Emnergänse? Und damals habe ich überhaupt noch nicht über Mecklenburg-Vorpommern nachgedacht. Dann habe ich sie mir angeguckt, habe ich gesagt, nee, die gefallen mir am besten. Und dann haben wir uns die zugelegt. Das war 1972. Ja. Wer möchte der Nächste sein? Du? Nach Mühlen geht's, in die Nähe von Güstrow soll die Reise gehen. Denn einmal im Jahr ist dort die Mela, Norddeutschlands größte Landwirtschaftsschau. Hier, das sind die Backen. Ne? Und die soll die Pommerngans auch zeigen. Es gibt andere, also die Hochbootflugenten zum Beispiel, die müssen ganz glatt sein hier. Da darf keine Backe zu sehen sein. Aber bei ihr ist das, bei den Pommerngänsen ist das erwünscht. So, nochmal mit. Jedes Jahr wird das Tier der Mela bestimmt. Diesmal ist es die Pommerngans. Das ist ein Lappen mit Rapsöl. Ja, und schon glänzt er ein bisschen. Das war's erstmal. Ja, die ist natürlich hochgekommen, die gehört hier unten rein. So. Und ab geht's auf den Hänger. Bekniet haben die Mela-Macher ihn, dass gerade er mit seinen schönen Tieren kommt. Die anderen kommen auch gleich. Brauchst keinen Krach machen. Eine Stunde dauert die Fahrt von seinem Gänsehof bei Ludwigslust bis nach Mühlen geht's. Pünktlich um 10 will er zur Eröffnung da sein. Die meisten Züchter sind gestern schon angereist. Fast 300, so viele wie nie zuvor. 2 Stunden bevor die große Bauernmesse eröffnet, dreht der Chef der Tierschau noch eine Runde über das Messegelände. In das Zelt gehe ich morgens immer am liebsten. Nicht, weil die Flaschen klappern, aber wenn man sich hier reinstellt. Und dann die Augen schließt. Hähnekrähen. Enten schnattern, Schafe blöken. Das ist der reine Bauernhof. Es ist einfach genial. Wissen will Siegfried Hoffmann, ob Moin. Alle die Nacht gut überstanden haben. Vor allem will Hallo. Er seine Züchter Hoffmann, Tierschauleitung. Persönlich begrüßen. Ich konnte mich ja gestern gar nicht losreißen, ne? Eure 3 Pommerngänse da. Oder sind ja mehr. Ja. Ach, es ist einfach. Ja, sieht ein Stück, alles voll hier. Ja. Könnt ihr loslegen. Finde ich klasse. Ich hoffe, ich finde mal Zeit, rumzugucken. Ihnen ins Gesicht zu gucken, sind das schöne Tiere. Ne? Endlich ist die Pommern ganz mal Tier der Mela, findet er. Eine regionale Rasse. Ja, freilich. Auch alles. Alles top, alles prima. Schön. Macht Spaß, ja. Ja, dann hoffen wir, dass die Sonne auch wirklich rauskommt. Oh, ja. Gesagt haben sie es ja. Regen in der Katastrophe nicht gerade. Es wäre nicht schön, wenn es richtig regnet, können die Tiere nicht raus. Und wenn es leicht nieselt, dann zeigen die sich nicht so. Dann ziehen sie sich auch so ein bisschen zusammen, so wie es uns geht. Genau. Und wenn die Sonne ein bisschen kommt, dann kann man auch sehen, alles schöne Tiere. Aber jetzt noch mal zur Pommerngans. Das ist so die Königsklasse in der Geflügelzucht. Diese Scheckung so züchterisch hinzukriegen, dass es klare, markante Abgrenzung gibt zwischen den einzelnen Farbnuancen und dann am Ende das Tier in seiner Kompaktheit zu halten. Typische Eiform, sagen die Flügelzüchter, sollen diese Gänse schon haben. Ja, aber hab noch zu tun. Das ganze Jahr fiebert er den Tierschauen entgegen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, wenn man seine Kinder, seinen Kindern freie Bahn lässt, in allem. Ne?
Sie können essen, wann Sie wollen. Sie können anziehen, wann Sie wollen, was Sie wollen. Sie können sich waschen, wann Sie wollen. Und dann kommt die Erbtante zu Besuch und möchte mit der ganzen Familie zum Mittagessen die Kinder dahin zu kriegen, dass sie mit Messer und Gabel umgehen können, mit sauberen Fingernägeln am Tisch sitzen und sich vernünftig verhalten, ist ein Heidenaufwand. Die Tiere sind das ganze Jahr über auf der Weide, mit sich selbst unterwegs. Der Tierzüchter guckt natürlich danach, geht es ihnen gut. Ein, zwei Mal am Tag sollte er schon Kontakt zur Herde haben. Aber die Tiere dann führig zu machen, dass sie im Ring genau wissen, wenn er sagt gehen, dann gehen, wenn er sagt stehen, dann stehen, sind 4, 6, 8, 12 Wochen Vorbereitungszeit. In anderthalb Stunden geht es los. Und zwar genau nach Ablaufplan. Siegfried Hoffmann sitzt sonst als Dezernent für Tierzucht im Landesamt. Auf der Mela führt er Regie. Bei den ersten Stallbesuchen gerade habe ich schon festgestellt, super Stimmung überall. Alles läuft, alles ist zufrieden, zumindest die Tiere. Fleischrinde haben wir im Augenblick Mitte 40 da, aber bis zum Wochenende sind es 100, weil die Jungzüchter ja noch dazukommen. Okay, 100. Ich schreibe 100 hin, ne? Ja. Nee, ich meine, das ist dann die Zahl, mit der wir nach außen agieren. Ja. Ne? Gut, wir wissen ja selber nicht, der eine oder andere kommt dann nicht. Bei den Schweinen? 98. Oha. Falls ihr mal eine Minute Zeit habt, geht in die Kleintierhalle, guckt euch die Pommerngänse an. Die sind einfach, ich sag's ungern, aber sie sind geil. Es macht Spaß. Mit einer Tierschau im großen Ring eröffnen sie die Messe. Der erste Auftritt auch für Christian Rohlfing. Um 10 geht's, glaube ich, los. Ja, wir werden jetzt mal gucken, hast du mal geschaut, wie die Tiere aussehen? Ich habe heute Morgen schon eine Waschelwolle durchgegeben. Seine 4 Rinder hat er gestern schon mitgebracht. Ja, die Pusterle müssen wir noch mal einmal waschen. Weil die ein bisschen in den Kot lang. Und ein mit Streu müssen wir noch einmal. Die auch. Der Nachteil der weißen Kühe. Christians Lehrling Fritz Diekhoff hat die Nacht hinter der Rinderhalle im Zelt verbracht. Er soll gleich mit in den Ring. Für ihn eine Premiere. Die Tiere sind eigentlich schauerprobt. Es ist immer spannend, wenn es nachher in den Ring geht, weil man ja nie weiß, wie die Tiere reagieren. Und wir haben die gut vorbereitet, das ist so. Aber ich hatte dieses Jahr auch einen Unfall mit einem Zuchtbullen, auch mit einem Jungbullen, dem ich also auch stark vertraut habe und der sich dann aber beim Verwiegen, der sollte zu einer Zuchtbullenauktion nach Karo, auch hier vom Rinderzuchtverband. Und beim Wiegevorgang hat er sich so erschreckt, dass er ausgetreten hat. Und ich stand leider so unglücklich und dann hat er mir ein paar Rippen gebrochen. So, dann gucken wir mal. Seine Praktikantin und sein Lehrling sollen deshalb immer schön vorsichtig mit den Tieren sein. Dann könnten wir jetzt als erstes mal gerade die Kackehaufen so ein bisschen rausnehmen. Ja. Und dann binden Sie mal an. Lisa, könntest du Max dir noch mal anschauen, ob der auch... Ob der auch zu waschen ist. Nimm ihn mal hoch. Die Ottilie ist so ein bisschen mehr gepunktet. Das ist die Pustertaler Sprinze. Also gesprinzt heißt das, das ist so punktförmig. Und bei Oskar ist es die Pustertaler Schecke. Ich hoffe, dass es jetzt richtig rum ist. Dass der Schulterbereich mehr einfarbig ist. Und ganz typisch soll sein hier der Lidstrich. Und die Sprinzen habe ich 15 Stück von. Und die sind eigentlich Hobby, weil ich die Rasse einmal so schön finde. Und sie ist eben vom Aussterben bedroht und ich habe sie im Skiurlaub kennengelernt. Na, alles gut, Mäuschen. Vor 4 Jahren war das. Da hat er sich kurz entschlossen eine Herde gekauft. In seinem Betrieb zu Hause in Vorpommern hält Christian Rohlfing 300 Mutterkühe auf der Weide. Gelbvieh, Uckermärker, Charolais, die gängigen Rassen. Aber weil er eben auch diese seltenen züchtet, haben sich die Mehlermacher gerade Christian zur Eröffnung gewünscht. Denn seine Pustertaler sind immer der Hingucker. Wir haben jetzt intensives Training eigentlich erst seit 3 Wochen. Und vorher waren wir aber immer schon im Stall bei ihm und er war dann mit anderen zusammen. Ja, wir gehen gleich nochmal mit Saba, dann kannst du nämlich gleich Saba nehmen. Ja. Und das ist ja auch deine Kuh dann für den Vorführwettbewerb, weil Fritz hat sich spontan gestern entschieden, doch noch am Jungzüchterwettbewerb teilzunehmen. Ja, olympischer Gedanke und so. Am Bundesjungzüchterwettbewerb sogar. Die Konkurrenz ist groß. Über 70 Jungzüchter aus ganz Deutschland machen morgen mit. Fritz ist im 3. Lehrjahr, aber erst seit 4 Wochen bei Christian im Betrieb. Kühe führen ist absolutes Neuland für ihn. Den Strick nie um anwickeln, sondern nur aufwickeln und ja, festhalten. Ne? Nicht, dass hier nachher irgendwas abdeckt.
Bisher saß Fritz nur auf dem Trecker. Und immer mit ihr reden. Komm, na, komm. Und nicht schnallt. Nicht? Und das ist, ist wieder ein anderer Ton. Na komm hier. Saba, komm. Dann stellen sich gleich die Ohren hoch. Komm hier, Saba. Wenn ich das Pferd in Galopp kriegen will, dann schnallt ich was sonst. Da pass auf deine Füße auf. Ich genau. Fritz ist auf dem Land groß geworden. Sein Opa war Traktorist. Und schon mal ein Tipp, das machen wir aber morgen noch mal für den Jungzüchterwettbewerb. Ich bin der Richter und ich meine, dass das Kommando der Pinguin ist. Dann musst du sie aufstellen, dass eben, so wie sie jetzt zum Beispiel steht, ist es fast so, dass die äußeren, so wäre es jetzt fast perfekt, jetzt nicht mehr, aber dass die Beine, die zu dem Richter zeigen, eben vorne und hinten sind und die anderen Beine entsprechend... Also wie jetzt gerade? So wie jetzt gerade, das wäre dann... Dann auch so stehen und halten. Genau, stehen, halten, den Richter angucken, lächeln, gutes Gesicht machen, entspannt wirken. Aber, ja, zieh sie rum, wenn sie nicht. Fritz ist begeistert. Das erste Mal hinter den Mela-Kulissen. Ja, Christian hat gesagt, komm, wir fahren zum Mela, mach mit. Du kriegst eine Freistellung für die... Bleib ruhig jetzt aber. Für die Schule. Und dann, ja, gestern Abend, wie wir dann hier waren, die Kühe ausgeladen hatten, war dann das Thema nochmal Jungszüchterwettbewerb. Und dann meinte er, ja, die Sabe ist eigentlich ganz ruhig und so. Bleib ruhig. Das gab man nicht, Popierfekt. Aber. Und dann meinte ich, ja, komm. Dann meinte er, ist losgegangen, hat dann mit ein, zwei Leuten gesprochen, meinte dann zu mir, ja, geh dich da hinten anmelden und dann kannst du mitmachen. Kurz vor 9, gleich dürfen die Besucher auf das Gelände. Die Mela, die Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung, ist ein Publikumsmagnet. Mehr als 70.000 Menschen wollen zur größten Fachausstellung für Landwirtschaft, Ernährung, Forst- und Gartenbau in Norddeutschland. Steffen Bartsch muss sich fertig machen. Er soll sich unter die Besucher mischen, als wandelndes Mela-Maskottchen. Das habe ich jedes Jahr an. Einmal Schuhe. Mit den Schuhen wird das nichts. Sonst rutschen mir die Schuhe so von den Füßen, weil die Schuhe größer sind. Die Pleo-Schuhe. Dann muss man ein zweites Paar Schuhe drinnen anziehen. Naja, die sind top, die Teile, und die ziehe ich. Habe ich jedes Jahr angehabt. Ja, letztes Jahr auch schon angehabt, sagen wir mal so. Und 1, 2, 3, hopp. So, nun verliere ich sie nicht mehr. Umgehen, sag ich mal so, und winken alles. Aber das Schwierigste ist das Schwitzen. Da drunter. Da drunter ist schön warm. Vorsicht! Aus dem ausgebildeten Maler wird Cleo, ein vierblättriges Kleeblatt. Sein Kostüm wiegt fast 15 Kilogramm. Handschuhe und Kleidung sind aus wärmendem Vlies. Alles drin? Die Hand auch? Alle Finger da, wo sie hinhauen? Jo. Das ist ganz gut. Alles gut. Damit habe ich mich jetzt eingeschätzt. Das Mela-Monster bestimmt. Oder ein liebes Mela-Blatt. Oh, danke. Danke sehr. Steffen alias Cleo muss sich zur Eröffnungsfeier durchkämpfen. Als Begleitschutz hat er Michael Winter dabei, den Haus- und Hoffotografen der Messe. Wir müssen nachher mal bei dir ein bisschen putzen. Du hast so voll Sand umbraucht. Das ist die Schatten. Gut. Ich will genau vorne. Genau vorne, da muss er reden. Das ist wieder eine prallen Sonne. Kein Sonnenschild. Das Maskottchen ist auch da. Jetzt haben wir Glück. Dass du beim Präsentieren Sonntagmorgen dann versuchst, den Kopf einigermaßen oben zu halten. Ja, so wie auf die Bilder immer, ne? Also du musst jetzt nicht hochreißen, aber so wie sie jetzt laufen, so laufen sie total super. So ungefähr. Eine Viertelstunde vor der Eröffnung sollen alle Züchter im großen Ring sein. Für Fritz die Bewährungsprobe. An all den fremden Tieren muss er jetzt mit Saba vorbei. Zum Glück haben die Tiere Schauerfahrung.
waren vor einem Jahr schon mal auf der Mela und kurz danach auf der Grünen Woche in Berlin. Ja, ja, ja. Ja, ja, das verzögert sich momentan alles um mindestens eine Stunde. Es ist totale Kacke, dass es zu spät anfängt. Wir sind schon eine Viertelstunde drüber und wissen nicht, wann es nur wirklich losgeht. Kacke deswegen die Tiere. Ne? Die Tiere sind nur alle vorbereitet, die sind alle und tja, so langsam sie sehen baut sich ja der große Schaubild auf. Nervös jetzt, sind sie dann doch. Wo sind denn stolze Tiere gesehen werden? Frau Ministerpräsidentin hat angerufen, dass es bei ihr später wird. Und ohne Ministerpräsidentin keine Öffnung. Ja, Carlas nochmal. Ich bin der mit der Gänseherde. Ich bin jetzt noch draußen, ne? Seit 3 Stunden schon hocken seine Gänse eingepfercht auf dem Hänger. Ja. Das heißt also, wenn der Trecker rauffährt, fahre ich hinterher. Erst wenn die anderen Tiere aus dem Ring sind, ist Wilfried Kallas mit seinen Gänsen dran. Und Sie kriegen dann von ihm das Zeichen. Jetzt wenn die Sattelschweine okay. Gut, machen wir so. Endlich ist die Ministerpräsidentin da. Und die Landwirtschaftsschau beginnt. Dreieinhalb Stunden. So lange waren die Gänse noch nie auf dem Hänger eingesperrt. Komm her, komm. Ho, ho. Ach, die Pferde sind noch drinnen, ne? So, seht mal zu, dass sie rauskommt. Die Schweine sind noch da. Wilfried Kallas muss die Leitgans im Auge behalten, Ruhe in die Herde bringen. Die vielen Menschen, die fremde Umgebung. Zur Seite stehen. Überreichen als Symbol den goldenen Apfel. Ich muss hier aufpassen. Wenn ich nicht reagiere, dann habe ich Angst, dass wir wirklich durchgehen. Und das muss nicht sein. Wir haben eine Botschaft vorbereitet. In diesem Jahr ist es schon eingegangen worden. Die Botschaft ist hinter mir für jeden deutlich zu lesen. Ein Land, wenn die Kutschen drin sind, gehen Sie bitte raus. Ja. Super. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ein tolles Bild. Oh. Links blinken, nicht vergessen. Die Mela ist offiziell eröffnet. Auf Steffens, also Cleos Plan, steht nun in den Ausstellungshallen für gute Laune sorgen. Aus der Pause oder Nachschub? Ich verstehe kein Wort. Warte, komm mal ein Stück zurück. Jetzt. Aus Cleo wird wieder Steffen. Für 10 Minuten. Auftanken für die nächste Runde. So, komm raus. Mach mal auf. Am späten Nachmittag ist die restliche Familie Rohlfing angekommen. Anna ist 5 Jahre alt, die Jüngste. So, habt ihr Schuhe an? Nee, nicht so ganz. Joris ist 12. Lisa ist die Praktikantin. Christians 10-jährige Tochter Maja ist schon in die Rinderhalle gesaust. Was haben wir denn jetzt zu tun? Du hast den Plan gemacht. Kühe waschen einmal nochmal. Ja. Ich habe alles abgebürstet. Ja, geht aber nicht. Nee, ich habe da Watte dran. Ja. Dann fremde Kinder abhalten davon, die Kühe oder das Kälbchen mit Waffeln zu füttern. Seit 3 Jahren macht die ganze Familie bei der Mela mit. Meine Frau und wir machen zum ersten Mal da ein Camping-Event draus. Ja. Wir wohnen ja dann doch, das sind, wie viele Kilometer sind es? 65 Kilometer? Südlich von Tribsees? Minimum, ja. Minimum. Und es geht ja jetzt morgens um 9 Uhr los, morgen und übermorgen. Und ja, wir wollten einfach die Stunde noch mehr schlafen. Von daher haben wir uns jetzt. Und die Fahrerei ist dann doch immer aufwendig, zeit- und geldmäßig. Und dann haben wir uns entschieden, dieses Jahr mal ein Wohnmobil zu mieten und einfach hier zu bleiben. Die Besonderheit ist ja dieses Jahr der Bundesjungzüchterwettbewerb. Das heißt, es sind nicht nur Einheimische vom Rinderzuchtverband, sondern eben aus ganz Deutschland. Und da sind schon Cracks dabei. Um die aufzumischen, müssen sie üben. Anna ist noch zu jung für den Wettbewerb. Kannst du einmal das da vorne aufmachen? Kinder ab 6 dürfen erst mitmachen. Aber zur großen Tierschau will sie ihr Bullenkälbchen vorführen.
Simone Rohlfing ist normalerweise Lehrerin für Deutsch und Biologie. Ach, das ist schön. Also wir machen das ja jetzt schon zum dritten Mal. Juri hat jetzt dieses Jahr das erste Mal einen Jungbullen dabei. Das ist für uns dann natürlich ein bisschen spannend. Also ich habe das auch noch gar nicht gemacht, mit Führstange zu führen. Aber nee, das ist schön. Das macht wirklich viel Spaß. Also probier noch mal. Und dann, wie gesagt, beim Links, wir gehen mit dem Uhrzeigersinn, also nach rechts. Und du gehst also immer so ein bisschen vor ihm. Ne? Der Körper ist nach links gedreht. Komm mal her. Du kannst auch probieren, ob du ihn dann so ein bisschen zurückgedrückt kriegst. Genau. Probier mal. Vorsicht. Oder zieh ihn noch mal ein bisschen vor. Ich erhoffe mir schon den dritten Platz. Aber man weiß ja auch nie, was auf einen zukommt. Weil man weiß nicht, wie gut die Konkurrenten sind, man weiß nicht, wie schlecht die sind, man weiß nicht, wie die Tiere von denen ticken. Deswegen, im Ring habe ich schon manchmal ein bisschen Schiss, weil das erste Mal waren wir auf der Landestierschau und da waren die mit Dexter da. Und Dexter sagt man ja immer, oh, die sind klein, die sind niedlich, die machen nichts. Aber die sind so gallig, dann ist da ein so ein Vieh durchgegangen, da war so ein kleiner Junge, der hat's losgelassen. Und dann sind da gleich vier über den Platz gerannt und Blacky war mein erster Bulle, der ist dann auch wild geworden. Ich habe hier das Schulungsmaterial noch mal mitgebracht. Einzug in den Ring erfolgt zügig. Ja. Ne? Wenn der Ring betreten wird, langsames Tempo. Also zügig einführen und der Ring geführt wird immer im Uhrzeigersinn. Ich bin jetzt der Richter, ihr zieht um mich herum im Uhrzeigersinn, Maya. Ja, so ist richtig. Maya hat im vorigen Jahr auch schon beim Landeswettbewerb der Jungzüchter Maya, ganz mitgemacht. Ruhig, genau. Genau, wenn sie nicht geht, einmal drehen, offen zu mir aufstellen. Zieh mal ein bisschen vor, Fritz, noch mal. Komm, ersten Gang und stopp. Ja, jetzt ist es geschlossen, noch mal ein bisschen vor und möglichst 40 cm auseinander steht er. Nun ist das, ja, ach, ja, fast. Freundlich gucken, wenn man das so sieht, dass die Kinder so, eben mit den Tieren lernen, verantwortungsvoll umzugehen und sie auch lernen zu handeln, dann erkennen sie ja auch, wie Tiere reagieren. Und das wird ihnen, wenn sie dann irgendwann Landwirt werden wollen, auch in Zukunft helfen, definitiv. Auf mehr als 17 Hektar Ausstellungsfläche gibt es in diesem Jahr über 1000 Tiere zu sehen. Auf Platz 1 liegen die Rassekaninchen mit 301 Exemplaren. Mela bedeutet Landleben zum Anfassen. Der erste Tag neigt sich dem Ende. Noch füttern, tränken und nachsehen, ob es den Tieren gut geht. Max ist ein Flaschenkind. Zweimal am Tag bekommt er Milch. Und Maya hat nur noch den Wettbewerb im Kopf. Ich glaube, dass es gut wird. Also, ihr seid ja gut vorbereitet. Genau. Also von daher kann es nur gut werden. Also es ich werde wahrscheinlich Erster, aber... Ja, es ist ein bisschen... Maya ist ja auch eine mit der jüngsten Starterin mit 10 und das ist die Altersklasse 10 bis 14. Und die 14-Jährigen, die haben natürlich auch mehrere Jahre mehr Erfahrung. Und dann muss Maya morgen früh gleich in der ersten Gruppe starten. Gleich nach dem Frühstück, kurz nach 8. Gute Nacht. Gute Nacht, Christian. So, feier nicht so hart, du weißt, um 6 Uhr ist die Nacht vorbei. Ja, das ist kein Problem. Morgens um 6 beginnt der Tag mit Kühekärchern. Die Tiere müssen sauber sein, denn heute starten die Wettbewerbe. Musik
Wenn die ersten Besucher kommen, will Hans-Leopold Leesch, der oberste Preisrichter, in der Geflügelhalle fertig sein. Okay. Ja. Na, da ist die Zeichnung ist nicht in Ordnung, die Schulterzeichnung. Die müssten mehr Schulterbreite haben. Die müssten etwas kräftiger sein. Denn eine Pommern-Gans soll immer 8 bis 9 Kilo wiegen. So, das sind zwar noch Jungtiere, aber trotzdem fehlen die Anlagen dazu schon. Wer den Züchterpreis ergattern will, muss schon solche Pommern-Gänse mitbringen. Die hier. Die haben 97 Punkte, die beiden. Höchstnote vorzüglich. Schöne, kräftige Tiere, feine Zeichnungen, gute Töpfe. Und wichtig ist bei der Pommern-Gans, dass sie in der Mitte eine Bauchfalte hat. Das bezeichnet man als Wammel. Und die muss genau in der Mitte sitzen. Die darf nicht links oder nicht rechts sitzen. Auch Wilfried Kallas hat Gänse und 3 Enten im Wettbewerb. Als Geflügelzüchter lässt er sich diese Chance natürlich nicht entgehen, seine Tiere zu zeigen. So ist das. Warum haben Sie meine nicht bewertet? Das sind meine hier. Hochrotflugenden wildfarbig mit Lachs. Aber leider nicht bewertet. Normalerweise dürfen die Züchter beim Richten gar nicht dabei sein. Sie sollen die Richter nicht beeinflussen. Und läuft alles? Macht ihr die Zuchtbuch extra? Aber das mit den Enten muss erklären. Ja, weil meine Enten noch nicht bewertet waren. Ja, geht jetzt nicht gleich los. Du bist schon ganz gespannt auf das Ergebnis, wa? Weißt du doch. Der ist das nicht. Neugierig ist er auch, was die Konkurrenz zu bieten hat. Der Ansatz zur Doppelwamme. Ja. Da kann ich den. Der hat die schöne Zeichnung gesehen. Das, da unten hat er jetzt übersehen. Sonst hätte er nicht SG94 reingeschrieben. Aber ist seine Entscheidung, ne? Und da kann man sich dann manchmal drüber streiten, aber ne, von der Zeichnung ist er sehr schön. Aber eben mit der Wamme wäre der bei mir Bratpfanne. So, dann gehe ich gleich erstmal zu meinen Gänsen. Das sind noch Jungtiere und der Ganter leider noch nicht raus aus der Mauser. Eigentlich nicht so gut für einen Wettbewerb. Ehrenpreis. Mach die Gans. Der Ganter ist nicht ganz so gut. Ja, aber die Gans ist. Hoffentlich haben die Preisrichter jetzt auch seine Enten bewertet. Vorzüglich. Höchstnote. Ja, der Erpel. Und die Enten, sehr gut. 95. Alles okay. Morgen, Juri. Ich hätte gar nicht gedacht, die arbeiten ja tatsächlich hier rund um die Uhr. Also ich fuhr eigentlich ständig einen Radlader und ja, das haben wir dann natürlich auch erstmal gehört. Um 8 Uhr ist Besprechung. Vorne, wir können jetzt ein bisschen frühstücken und dann, ja, auf einen neuen Tag. Zuerst sind immer die Tiere dran. Die Rohlfings wussten nicht, dass die Mehlermacher auch Heu in Bio-Qualität zur Verfügung stellen. Wir haben unser eigenes Futter mitgebracht, weil wir ja Biobetrieb sind. Die ist noch gut. Hier, willst du mal riechen? Ich muss die Nase richtig reinstecken. Ja, ne? Wenn es so nach Kräutern duftet, ist es noch gut, sagt Christian. Biofutter schmeckt viel besser, ne? Aber ist er nicht ganz gar oder kann ich nicht streichen? Nee, lieber nicht streichen. Fritz ist geknickt. Er hatte sich so auf den Bundesjungzüchterwettbewerb gefreut. Jetzt kam die Absage. Ich darf halt beim Hauptwettbewerb nicht teilnehmen. Nun wurde mir auch schon angeboten von anderen, die aufhören oder die nicht können, dass ich den Platz übernehmen kann. Es führt irgendwie keinen Weg hin. Wir sind jetzt noch ein bisschen am Hadern und so, haben auch gestern Abend noch mit dem Landwirtschaftsminister gesprochen und so. Vielleicht kriegen wir es heute noch am Laufe des Tages hin. Aber keine Chance. Er hat sich zu spät angemeldet. 2 Tage. Und Ausnahmen geben die Wettbewerbsregeln nicht her.
Am anderen Ende des Geländes starten an diesem Morgen die Waldarbeitermeisterschaften der Forst-Azubis. So, einmal die Finger zeigen. Ja, da wollte ich Ihnen noch. Also hier habe ich eine kleine Ecke, da ist schon ein bisschen. Ja, aber nichts, was offen ist, ne? Nee, ich habe nichts Offenes. Vorher darf sich kein Körperteil über der Startlinie befinden. Und fertig ist, wenn ich auf den Tisch schaue. Genau, dann wird gestoppt. Okay. Klar soweit? Alles klar. Auf die Plätze. Fertig. Los. Martha Rothermann ist eine von zwei Frauen im Wettbewerb. Erste Disziplin, Kette wechseln auf Zeit. Ganz wichtig, Martha darf sich an der rasiermesserscharfen Kette nicht verletzen. Das gibt Punktabzug. Und die ganze Säge muss so zusammengebaut werden, dass sie bei dem nachfolgenden Parcours gut funktioniert. Okay, wir sind hier bei 49. 49. 49. 49. 49. 0 Punkte. 49 Sekunden. Ach so. 0. Nein, das gibt noch Punkte. Ein bisschen ärgerlich, dass die Kette nicht so gut drauf ging. Ich hatte schon wesentlich bessere Zeiten. Aber es ist jetzt alles drauf, auch richtig rum und vernünftig fest hoffentlich, sodass die nächsten Disziplinen dann jetzt... Los! Lukas Kitt, Marthas Klassenkamerad, hat viel geübt. Der Rekord liegt bei unter 10 Sekunden. Lukas braucht 26 Sekunden. Martha ist im zweiten Lehrjahr zur Forstwirtin. Ich wollte gerne was draußen machen und mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und außerdem ja, wollte ich was machen, ja, was eben naturverbunden ist und wo man nochmal in eine ganz andere Richtung was Neues lernt. Ne? Und da hat sich das irgendwie angeboten. Dann werde ich vielleicht mal irgendwann Försterin, ja, wenn ich mich gut anstelle und das Studium gut schaffe und dann noch ein paar Jahre arbeite, könnte das klappen. Der Parcours beginnt mit dem Kombinationsschnitt, bei dem Martha die Säge erst von unten und dann von oben in den Stamm treibt. Dann der Präzisionsschnitt. Rechtwinklig, sauber und so tief wie möglich. Aber auf keinen Fall den Boden berühren. 2,54 Meter, also minus 254. Beim Entasten müssen schnell und ohne Spuren zu hinterlassen alle eingeschlagenen Holzstangen vom Stamm abgesägt werden. Martha hatte keine Zeit, das zu üben. Nicht gut, aber mal gucken, was noch übrig bleibt nachher. Also Zeit war nicht gut, das habe ich mir aber vorher schon gedacht. Leider auch ein paar Fehler. Ne? Gleich kommt noch das Fällen, die Königsdisziplin. Mama, ich will aber noch mal mit Max üben. Ja, aber jetzt nicht. Jetzt sind erst die Großen dran und jetzt die Kinder. Maja ist schick frisiert, ihre Kuh Ottilie frisch gewaschen. Ihre Vorführtiere haben sich die Kinder selbst ausgesucht. Christian hat nur eine kleine Vorauswahl getroffen. Denn ruhig und umgänglich müssen die Tiere schon sein. Das hat ja die Richterin eben auch noch mal gesagt, dass sie im Besonderen darauf Wert legt, dass die Harmonie zwischen Vorführer und Tier passt. Und dass selbst wenn Ottilie oder selbst wenn die anderen Tiere jetzt im Ring nicht gleich so sind, wie sie eigentlich sollen, dass sie aber darauf achtet, wie die Kinder und Jugendlichen das dann auch hinkriegen, ruhig die Tiere wieder in den Trott zu kriegen. Zu viert sind sie im Ring. Mehr sind nicht erlaubt, wegen der Sicherheit. Von der Rinderallianz Mecklenburg-Vorpommern. Die führen die Kinder ihre Tiere vor. Wie harmonisch ist das Gesamtbild zwischen
Tier und Mensch? Wie achten Sie auf die Richter? Wie gehen Sie vielleicht da auf keine Probleme ein? Maja, bleib ganz ruhig. Aufstellen, aufstellen. Maja, bleib ruhig. Bleib ruhig, guck zu den Richtern. Alles gut, Maus? Mach weiter. Alles gut? Zieh mal ein bisschen vor. Gut, und jetzt gucken. 10 Minuten dauert der Führwettbewerb. Und weiter geht's. Maja kommt ihr jetzt schon ewig vor. Sonst ist ihre Ottilie immer ganz entspannt. Und ich versuche mal aufzuschauen. Maja, schließ auf das Galloway-Tier auf. Schließ auf, sie will da hinterher, deshalb dreht es sie so unruhig. Schließ auf, schließ auf. Die war so schön ruhig. Ja, das ist jetzt bei Maja auch jetzt so unzickt. Immerhin muss Maja um die 500 Kilogramm händeln. Die Aufregung überträgt sich auf das Tier. Maja landet auf Platz 3. Obwohl es zwischendurch ein bisschen nervöser wurde, das haben wir doch toll wieder in den Griff bekommen. Und konnte es ganz ruhig auf dein Tier einwirken. Ja, und das war nachher dann auch ausschlaggebend dafür, dass wir die Maja mit der Katalog Nummer 3 auf den 3. Platz heute gestellt haben. Ihr Tier war doch zum Teil ein bisschen nervös, hat den Ausgang schon ganz gut gekannt. Hast du Jori noch mal den Tipp gegeben, dass er mehr auch noch zur Richterin guckt? Aber ich glaube, dass das mit dem kein Problem ist, weil er total ruhig ist. Maja hatte natürlich auch viel mehr mit dem Tier zu tun, als sich dann auch noch auf den Richter zu konzentrieren. Aber sie hat letztes Jahr gewonnen, also ist das jetzt nicht so schlimm. Joris geht guter Dinge in den Ring. Sein Oscar ist 1,5 Jahre alt. Den hat er sich für den Wettbewerb ausgesucht, weil er so gelassen und so hübsch ist. Ein fairen Wettbewerb. Aus der Masterin werden und zeigt uns hier sein Chevrolet Bullenkalb in Nestau. Joris ist stolz, dass sein Oscar so schön läuft. Auf dem 1C-Platz heute ist der Joris Wolfing mit seinem Bullen. Ja, er hatte ein bisschen zu tun manchmal mit seinem Tier. Es war nicht so einfach, die Richteranweisungen umzusetzen. Da würden wir uns natürlich wünschen, dass das vielleicht ein bisschen besser funktioniert. 1C heißt 3. Platz für Joris. Er hat die Richterinnen nicht angeschaut und dadurch ein paar Kommandos verpasst. Juri, wir haben dich alle auf dem 1. oder 2. gesehen. Und natürlich waren wir ein bisschen parteiisch. Ja, aber die haben besser aufgestellt. Ja, alles gut. Sind wir jetzt wenigstens mit durch. Meinst du, wie viele Fällungsschienen haben wir? 2, ne? Ja. Martha muss ihre Säge umbauen. Gleich soll sie einen Baum fällen. Für die Fällung wolltest du ja nicht die von Ding, ne? Du wolltest eine originale. Ja, die normale Fällungsschiene, die wir sonst auch immer haben. Ja, du bist ja eh später dran, ne? Ja, später zu. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ja. Aber das sind doch jetzt hier auch normale Ketten, ne? Den ersten Kontakt mit einer Kettensäge hatte die 19-Jährige schon als kleines Mädchen. Sie hat immer geholfen, wenn ihr Vater im Wald Brennholz gemacht hat. Respekt muss man auf jeden Fall haben. Arbeitsschutz geht immer vor, ne? Und es gehört eben dazu. Man gewöhnt sich dran, man wächst da rein, würde ich sagen. Am Anfang ist das schwierig, wenn ich so an meine ersten Tage denke. So eine Motorsäge ist ja auch nicht ganz leicht, die dann erstmal anzukriegen und so weiter. Aber jetzt ist das eigentlich, ja, wenn man damit arbeitet, dann wird man immer sicherer. In einem so, ne? Für alle 25 Teilnehmer der Waldarbeitermeisterschaft wird ein Nadelbaumstamm aufgestellt, der dann ganz gezielt zu Fall gebracht werden muss.
Naja, siehst du, dann bist du vor mir in der Fettung dran. Du bist die 7? Ja. Ja. Dann hast du, sind wir zwar... 10.30 bis 12 Uhr. Genau, 10.30 Uhr bis 12 Uhr sind wir zwar ungefähr im selben Zeitrahmen. Aber auf unterschiedlichen Bahnen. Auf unterschiedlichen Bahnen, genau. Das schauen wir, wie sich dieses Jahr verhält. Das will ich jetzt Lukas sagen. Will ganz weit vorn mitmischen. Martha hofft aufs Mittelfeld. Stiftsuche und Motorsägenprotokoll ausfüllen. Und dann geht's heute alles, wir gucken, wie weit wir kommen. Dann wird Marthas Nummer aufgerufen. Ihre Azubi-Kollegen feuern sie an, mit dem Schlachtruf aller Waldarbeiter. Feld! Baum! Feld! Baum! Feld! So, von denken, Wettkampf geht los, wenn du sie gestartest und endet, wenn du hinter der Ziellinie bist, wenn du sie abgestellt hast. Möglichst dicht dran am Zielpfahl soll der Baum landen. Plus minus einen Meter. Das gilt immer noch als perfekter Zielbereich. Guter Schnitt. Der Stamm liegt im Zielbereich. Doch jeder Zentimeter Entfernung zum Zielpfahl ist ein Minuspunkt. Martha hat jetzt alle Disziplinen hinter sich. Erzähl mal, wie war? Ja, also Richtung stimmt ja nicht ganz. Aber sah doch ganz gut aus. Also ich habe mich angeguckt, war doch okay, oder? Warst du noch zufrieden oder was? Ich war zufrieden, hat auch alles einigermaßen gepasst. Hochstufe ja. Ein bisschen zu hoch. Ach, zu hoch, schade. Und ich habe meine Bruchleiste ein bisschen angestochen. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ah, und Gesamtpunktzahl, was kam raus? 520. Aber ja, bis auf Mittelfeld mit dabei. Martha landet am Ende auf dem 21. Platz. Lukas wird tatsächlich Zweiter. Die Mela ist auch ein Technikparadies für Alt und Jung. Darauf hat sich Joris schon die ganze Zeit gefreut. Technik gucken mit seinem Freund Jasper. Achso, da vorne ist schon. Ja. Nee, wir haben den zu Hause. Wir haben den zu Hause. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Das ist ein halber Schlepper, ne? Hast du ja hinten schon gesehen mit Zapfwelle und Heckkraft? Nee. Da müssen wir gleich mal reingucken. Guck mal, Jabi, der hat das ganz neue Terminal sogar schon. Was? 9 Meter, da kriegst du ja einen steifen Hals, wenn du die Zeit so drin. Ja, mega. Ja, richtig cool. Echt cool. Gefällt mir auch. Also die Kabine sitzt auf jeden Fall schön hoch. Die Kabine ist auch mega gut ausgestattet. Ja. Wenn sie dürften, würden sie sofort Probe fahren. Das wäre kein Problem. Das würden wir hinkriegen. Nee. Ja, ich fahr zu Hause auch unseren JCB-Radlader. Das ist nochmal was anderes. Aber da gehen wir auch gleich noch hin. Da kommen wir auch noch dran vorbei. Los, dann ab in die nächste. Das ist ja krass. Kannst schon mit Multi fahren. Mhm. Na, dann wollen wir weiter, ne? Würde ich sagen. Ja. Oh, hier. Mischwagen. Nee, kein Milchwagen. Futtermischwagen? Ach so, ja. Futtermischwagen. Da oben fräst er ab. Und da oben fräst er vom Silo ab, dann fällt es hier rein und da wird es durchgearbeitet. Bauer. Machen wir unsere Betriebe beide zusammen. Ja. Kühe halt. Also Kühe und... Sonst eigentlich vielleicht ein paar Schweinchen, aber mehr auch nicht. Das ist ein großer Turbofarmer. Ja. Der hebt sogar noch mehr als der Multi. Fährt nur Farmer. Das ist ein 5 Tonnen. Der fährt 5 Tonnen, kann der heben 8 Meter aus.
Die sind ordentlich. Ja, also wenn, dann würde ich vielleicht doch so einen nehmen. Oh, die haben John Deere die Motorhaube geklaut. Kennst du den ganz neuen 9000er von John Deere? Den Häcksler? Die gibt's schon länger als den 9000er. Ich weiß, aber die haben trotzdem die Motorhaube geklaut. Vor 2-3 Jahren habe ich das gelernt und fahre jetzt auch alleine 7 Stunden auf dem Trecker. Also wenn ich Lust habe. John Deere Fan und New Holland. New Holland bauen die besten Drescher. Also. Die haben nämlich auch einen. Leider sind die nicht offen, aber wenn du dich da mal reinsetzen würdest, das ist purer Luxus. Ja, die Versatile ist auch hier. Versatile? Mhm. Die sind auch, das ist auch purer Luxus. Ja, die haben. Aber die neuen Kabinen von Case, die finde ich geil. Schön mit Ledersitze. Aber die Dings ist auch groß, die neue hier die Fan-Kabine. Aber im Gegensatz zur Johnny-Kabine ist das minimal. Ja. So, komm, ab auf einmal Drescher gucken, würde ich sagen. Nee, der ist zu. Cooles Design. Ja, aber der ist auch nicht mehr neu. Das sehe ich jetzt. Wir brauchen im Moment auch nichts. Wir haben jetzt gerade hier den John Deere gekauft, den großen. Der große? Dieser 8400er mit 400 PS. Den haben wir aber auch besorgt, weil wir haben jetzt 3 Betriebe. Einmal in Moschin, in Tribsis und bei uns in Kirchspangenberg. Und wir haben auch 3 Standorte, Bad Sülze, Dore, Bassendorf. Aber was ich nur doof finde, irgendwie hat Fendt das gleiche Schneidwerk wie John Deere. Ja, und unser Hof ist halt ein Stück größer als von denen. Und wir haben bewirtschaften gut 3000 Hektar. Und wir nur 1800. Ja, und sieht eigentlich ganz schick hier aus, die Technik, die sie hier haben. Jo. Egal, was du für eine Marke hast, du brauchst eine zuverlässige Werkstatt. Sonst brauchst du die Marke nicht kaufen. Volles Programm heute für Wilfried Kallas und seine Gänse. Gleich 2 Auftritte. Ne? Dann klappt das alles. Der erste im kleinen Ring. Lockvögel sollen seine schönen Gänse hier sein und für Züchternachwuchs werben. Ich kenne jetzt mittlerweile aus, die sind schon ein paar Mal hier gewesen jetzt. Also publikumstaugliche Gänse, die wir hier sehen. Was das Besondere ist, der Ganter geht vorweg. Ist eine Gans? Echt? Der zweite? Der in der Mitte jetzt? Ja, okay, der dunklere. Ne? Der helle? Voll daneben. Gut, aber man kann es auf alle Fälle schwer erkennen. Wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt. Also auf jeden Fall Gänse, sehr intelligente und wachsame Tiere. Wir haben gestern schnell zum nächsten Auftritt, gesagt, zum großen Ring. Ausgerechnet jetzt fahren sie den alten Lanz warm. Und an dem muss Wilfried Kallas mit seinen Gänsen vorbei. Der Trecker, den mögen sie nicht. Und wieder in den Pferch. Warten. Der Höhepunkt der Messe, die große Landestierschau, steht als nächstes auf dem Programm. Das hier, wir stehen jetzt hier so lange. Wenn man zum Beispiel die Frau Bauern, aber trotzdem Landwirtschaft. 1,5 Stunden stehen jetzt hier. Alleine lässt er seine Gänse lieber nicht. Wenn sie seine Stimme hören, dann sind sie nicht ganz so aufgeregt, sagt er. Der letzte Punkt sozusagen? Genau. Okay, kommen wir ja gerade richtig. Entschuldigung, dürfen wir mal ganz kurz? Natürlich. Müssen wir hier durchlunschen, mit welcher Konzentration auch die Richter dabei sind. Es sind ja alles. Wo ist sie jetzt? Es sind ja alles so die Spitzentiere, ne? Also. Man würde sagen, wir kriegen alle eine 1-0. Das Problem, das die Richter nur haben, ist, sie müssen einen nach vorne stellen. Sie müssen einen auf den zweiten Platz stellen. Und jetzt geht es wirklich um Feinheiten und Nuancen. In der Haut möchte ich gerade nicht stecken. Tierschauleiter Siegfried Hoffmann ist begeistert, dass sich so viele Gäste die Züchterwettbewerbe anschauen. Wieder mal alles richtig gemacht mit dem Mela-Programm. Da ich heute um 16 Uhr nicht dabei sein kann, ist es mich bei den beiden Damen ganz herzlich zu bedanken. Es war mir ein Vergnügen, Ihnen bei der Arbeit zuzuschauen. Diese hohe Konzentration über 3,5 Stunden, allen Respekt, alle Achtung. Frau Brockmann, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich würde mich freuen, Sie auch als Gast einfach mal auf der Mela begrüßen zu können. Frau Zachert, meinen herzlichen Dank, ein kleines Mitbringsel, Stärkung auf den Weg und eine Erinnerung an unsere Mela 2018. Vielen Dank, dass Sie hier waren und einen schönen Sonntag Ihnen noch. Und danke Ihnen, liebes Publikum. Pausen hat er kaum. Danke sagen, Abläufe planen, Texte schreiben. Wenn Sie diesen Stapel sehen, ne, das sind so, fast 100 Karteikarten, 120. Wenn man die alle vorlesen würde,
ne, dann würde schon langsam wieder die Sonne aufgehen. Und da hier eben das Wesentliche dann immer rauszupicken. Aber soll auch jedes Mal ein bisschen was anderes sein. Nicht, dass der eine sagt, muss nicht hingehen, war gestern schon. Und der sagt, du hast du gehört? Nee, hat er gestern gar nicht gesagt. Ne? So ein bisschen die Leute auch motivieren, vielleicht zweimal zu kommen. Seit der ersten Mähler ist Siegfried Hoffmann dabei. Die Tierschauen moderiert er am liebsten. Zieh dran, zieh. Du musst weiter, kannst du keine Zeit. Zur Tierschau, zum großen Finale jetzt, wollen die Rohlfings auch. Diesmal mit allen. Anna darf ihr Kälbchen Max vorführen. Außerhalb der Wettbewerbe. Ihr erster Auftritt. Du musst auf die andere Seite, muss neben ihn gehen. Genau. Und Anna, ganz vorsichtig. Die den Strick so in Hand entwickeln. Falls der anreißt, dann tust du wieder voll weh. Vorsicht, da kommt noch nicht. Halt mal an. Nicht so einfach für Anna. 90 Kilo bringt Kälbchen Max auch schon auf die Waage. Guck mal, ein Zwerg-Zebu. Meine Scheute sind aber viele Rassen da. Bestimmt dreimal so viele Tiere wie zur Eröffnungsschau, schätzt Christian. Papa, haben wir das gelbe Halfter nicht toll ausgesucht? Total super. Steht mir hervorragend. Es gab auch noch den hätte ich dir selber umgebunden. Dunk, muss ihn einmal rumziehen, er ist zu schnell. Kleiner Tipp beim Vorführwettbewerb, keine Kaugummis. Ja, ist so. Aber der geht so schnell. Hast du das alles? Ja. Der ist ganz schön temperamentvoll. Das ist echt eine ganz schöne Aufgabe. Aber sie macht das ganz gut. Also. Das ist natürlich aufregend, ne? Mit den ganzen vielen Tieren. Und die Bullen können das mit den Pferden nicht ab. Das macht die total nervös, wenn die so nah daran langlaufen. Aber ist alles gut. Das ist für uns alle immer ein bisschen spannend. Genau in diesem Moment reißt sich das Zwerg-Zebu los. Jetzt Ruhe bewahren. Wenn sich so ein Zebu bedroht fühlt, kann es richtig aggressiv werden. Diese Hörner sind lebensgefährlich. Zum Glück geht die Sache gut aus. Draußen steht schon die Fangbox bereit. Wir fangen wieder mit unserer Musik an, ne? Ein bisschen Schweinetango und dann sind Sie erstmal einen kleinen Moment. Ja, in Ordnung, dann kann ich mal ein bisschen Luft schöpfen. Genau, ja. Krieg mal raus, wer von den Pferden kommt. Und zwar Mecklenburger. Welche Mecklenburger Stute kommt? Minka und Daytona Beach sind gemeldet. So, jetzt warten wir noch auf die Technik. Genau das ist für mich so der Höhepunkt, die Tiere in dieser Vielzahl zu sehen und auch in den verschiedenen Altersstufen. Und das sind ja alles Familien, ne? Wenn man so guckt, entweder ist Vater, Mutter bei, das heißt Bulle oder Kuh, manchmal ist noch ein Kalb mit dabei. Ja, und das ist eben die Tierhaltung und das ist Tierhaltung in Mecklenburg. Moment, geht wieder nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher hier auf der 28. Mecklenburg-Vorpommerschen Landwirtschaftsausstellung. Ich begrüße Sie alle auf das Herzlichste und bedanke mich, dass Sie wieder hierher gekommen sind in dieser... 2 Stunden Tierschau. Jede Rasse, jedes Tier, jeden Züchter und jeden Betrieb stellt der Tierschauleiter vor. Ausgerechnet jetzt zieht Regen auf. Ich war mal wieder auf Schloss Rotha. Es ist kalt. In der Sonne waren es gerade noch 20 Grad, jetzt nur noch 10. Die Rohlfings sind mit ihren Rindern erst zum Schluss dran. Tapfer halten Christians Kinder durch. Das finde ich auch. Allerdings, Simone ist zwar gerade los und versucht auch Jacken zu organisieren. Das ist total unfair. Die Pferde dürfen schon gehen und wir müssen hier warten. Also, naja. Der Regen treibt die Besucher in die Hallen. Cleo soll noch mal los. Aber heute geht's, es ist nicht ganz so warm, ne? Ton der Schwärme. So. Einmal Vorsicht, bitte. Steffen hat nur einen kleinen Seeschlitz, um sein ausladendes Cleo-Kostüm durch die Halle zu manövrieren.
Und der Regen scheint nicht aufzuhören und immer mehr Menschen ins Trockene zu treiben. Warte. Oh, schick mal. Die besten Jobs, die wir sollen nehmen. Hab überbreitet, Entschuldigung, tut mir leid. Überquergehen. Ja, ich bin auch überquergehen. Überquergehen, das tut der Arme. Ich helfe dir gar nichts. Nur eine ganz entspannte Zeit. Hoch bis im Warm geworden hier, verdammt. Hast du Angst? Brauchst nicht. Komm her, tu dir nichts. Alles gut. Nimmst du, geht doch. Ich mache das ja eigentlich nur für die Kinder auch. Und ich hab daran Spaß. Ich hab selber drei Kinder, deswegen mach ich's ja auch. Na, Mäuschen. Hast du Angst? Ein bisschen. Mit einem. Bitte schön. Am Ende bleibt Steffen einfach stehen und lässt die Besucher an sich vorbeilaufen. Endlich reißt der Himmel wieder auf. Die Besucher strömen zurück zum großen Ring. Die Rolfings haben schon die nächste Mela im Blick. Vor allem den Jungzüchterwettbewerb. Nächstes Jahr haben die beiden ja Kälber. Hoffentlich, dass alles gut geht. Die sind ja hochtragend. Und sie sind dann ja schauerprobt. Mal gucken, wie sich so der Hormonhaushalt auswirkt auf die Führigkeit. Aber eigentlich wird das eher besser, wenn sie dann gekalbt haben. Dann sind sie noch mal ein bisschen ruhiger. Und Anna wird auf jeden Fall ja auch mitmachen dürfen. Und ich glaube, die hat auch Spaß. Und Fritz ist auch nicht mehr traurig, dass es diesmal nicht geklappt hat. Im nächsten Jahr meldet er sich rechtzeitig an. Die Kuh dafür, seine Saba, die hat er ja schon. Ja, auf jeden Fall viele Kontakte, die mir vielleicht in der Zukunft mal von Nutze sind. Und auch einfach mal sowas machen, habe ich vorher noch nie gemacht. Und das ist echt mal interessant, das zu sehen. Auch mal hinter die Kulissen. Mein ganzes Leben immer jedes Jahr auf dem Mela gewesen, seitdem ich denken kann. Und jetzt mal alles hinter die Kulissen, ist echt interessant. Und mal alle Tage einfach hier zu sein, nicht nur die paar Stunden, die man sonst eigentlich hier ist. Erst werden die Kleintiere vorgestellt, dann die Milchrinder. Jetzt sind Fritz und die Rolfings mit ihren seltenen Fleischrindrassen dran. 5 Jahre alt, sie bringt uns hier ein Kälbchen. 2 Monate ist es alt. Anna, kannst du uns sagen, wie dein Kälbchen heißt? Max. Prima. Anna, das hast du fein gemacht und hast dein Kälbchen auch ganz, ganz prima im Griff. Und wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr hier wieder zur Mela kommst und dann beim Hundsjung, beim Landesjungzüchterwettbewerb startest. Und mach schön weiter so und wir freuen uns, dass du hier bist. Jetzt kommt dein Applaus. Finale. Alle anderen sind vom Platz. Freie Bahn für Wilfried Kallas und seine Pommerngänse. Es tut mir jetzt doch echt leid, weil die Zeit doch reichlich fortgeschritten ist, aber ich wollte Ihnen dieses Bild nicht vorenthalten, dass auch Sie sich noch einmal ganz, ganz herzlich bei denen, die mit Applaus bedanken können, und das Ziel der Mela am heutigen Tage, unsere Pommerngänse. Herzlichen Glückwunsch an Wilfried Kallas aus Christlich. Die haben ja gesagt, wir sollen Gas geben. Wir haben die Gänse gehört. Jetzt können sich die Tiere so richtig austoben. Und nächstes Jahr ist Wilfried Kallas mit seinem Geflügel wieder dabei. Denn was ist schon eine Mela ohne schöne Gänse und schlaue Bauern?